Ja, Freunde, einen wollte ich vor Weihnachten wenigstens noch raushauen. Eigentlich hätte die Afrika Twin dieses Jahr noch fertig werden können, kann sie genau genommen immer noch, aber ob sie es wirklich tut, weiß ich noch nicht. Ich mache es mal ein bisschen weiter, und zeige euch mal, was noch so passiert ist. Willkommen bei Sams Channel. Ich habe euch ja erzählt, dass das Federbein beim David zur Generalüberholung war. Er hat es also komplett zerlegt und neu aufgebaut. Und hier befindet sich jetzt ein O-Ring als Indikator des Federwegs. Das macht der David immer so. Sehr schön. Und er hat mir eine neue Feder mitgegeben, beziehungsweise uns, dem Willi. Und diese neue Feder hat eine etwas höhere Federrate. Man glaubt es kaum, diese Feder ist ein bisschen kürzer, wie man schön sehen kann. Und das Material ist auch ein bisschen dünner. Das Material ist 11 mm, das Originalmaterial ist 12 mm. Aber sie hat eine höhere Federrate. Diese Feder, die Originalfeder, hat eine Federrate von 80 Newton pro Millimeter und die hat 97 Newton pro Millimeter. Und warum ist das so? Obwohl die Feder eigentlich dünner ist und kürzer ist, sie hat weniger Windung. Und weniger Windung bedeutet eine höhere Federrate. Man kann sich das auch ganz gut dadurch merken, wenn man zum Beispiel nur eine halbe oder eine Viertelwindung hätte, hätte man ein Stückchen Stahl von da nach da. Dann würde es überhaupt nicht mehr federn. Das heißt, je mehr Metall man aufwickelt, desto leichter federt es, desto geringer ist die Federrate. Und je weniger Metall man aufwickelt, desto höher ist die Federrate. Und wenn man gar kein Metall aufwickelt, sondern nur eine Stange von A nach B macht, dann federt es halt gar nicht mehr. Ne? Also das ist ganz klar. Ja, diese neue Feder, kann man schön sehen, benötigt einen zusätzlichen Spacer. Und weil sie halt ein bisschen kürzer ist. Und dieser Spacer ist gerade gekommen. Das ist dieses Paket, was der Postbote vor genau 3 Minuten gebracht hat. Ja, und da schauen wir jetzt mal rein. Das heißt, da ist nicht der Spacer drin, sondern das Rohmaterial. Den Spacer muss ich natürlich noch herstellen. Ja, also Vorspannhülse meine ich natürlich mit Spacer. Aber das wisst ihr natürlich. Ich habe mir also hier einen 20 cm 80er Aluminiumklotz gekauft. Und ja, das ging alles sehr, sehr schnell. Der wurde innerhalb von, ja, kann man sagen, 48 Stunden geliefert. Und auch das Federbein beim David hatte nur eine Turnaround-Zeit von 6 Tagen, einschließlich Reisezeit durch den Versand. Das war toll. Also, David hat das Wochenende durchgearbeitet, das vergangene. Dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, genau. Und aus diesem Aluminiumklotz. Ich habe noch kein 80er Material hier gehabt. Deshalb habe ich mir 80er Material bestellt. Aus diesem Aluminiumklotz werde ich dann eine Vorspannhülse drehen, welche dann die etwas kürzere Feder quasi ausgleicht. Sieht so aus, als könnte das was werden. So, ich habe gerade mal die Federspann Elemente, die sind leider aus Aluminium. Ich habe gedacht, ich könnte schön mit magnetisch hochheben. War wieder nichts. Habe ich ausgebaut. So. Das wäre das Federbein. Wir haben also hier diese beiden Einlegeklammern dazwischen, die letztendlich die Feder halten. Das ist der eigentliche Federteller. Und jetzt kann man die Feder abziehen. So. Ja, das ist die ursprüngliche Spannhülse, die saß hier so drin. Und hier saßen letztendlich diese beiden Klötze. Und hier oben drauf auf diesem Ding saß dieser viereckige Kasten hier. Und dieser viereckige Kasten sitzt wieder auf diesen Dingern. Allerdings passt diese Spannhülse leider nicht in die neue Feder hinein. Das heißt, die neue Feder ist geringfügig enger, sodass ich diese Spannhülse offensichtlich nicht mehr benutzen kann. Aber wenigstens passt, wie es aussieht, die Feder über den Rest. Was ja auch schon mal ganz gut ist. So. Genau. Black is beautiful.
Wir haben also hier eine Höhe von 24. Richtig. Ja, und hier haben wir eine Höhe von 19,5 cm. Ja, das alte Bauteil hier hat eine Höhe von 27. Das gedachte neue Bauteil sollte dann idealerweise auch die 27 haben, plus der Differenz der beiden. Das wären dann für das neue Bauteil ca. 75 mm. Ich denke, ich werde jetzt mal einfach eine 80er Scheibe abschneiden auf der Bandsäge. Und dann müsste das so halbwegs hinkommen. Ich habe das Werkstück jetzt also erst auf der Drehbank. Es ist 1-2 mm zu dick im Durchmesser für meine Bandsäge. Ich bin jetzt ein bisschen dünner geworden, so ein Vorgang. Ich bin dünner geworden, klar. So ein Vorgang dauert bei einem Laiendarsteller wie mir halt relativ lange. Ich erspare euch das jetzt alles. Das Rohmaterial ist auch ein bisschen größer im Durchmesser. Ich habe 800er, also 80er bestellt. Und es ist ja knapp 90, aber na gut, sei es drum. Das lässt sich zumindest sehr gut bearbeiten. Ja, die lichte Weite der Bandsäge hat immer noch nicht ganz gelangt. Ich muss also die letzten Zentimeter in der Mitte muss ich noch mit der normalen Säge dann durchmachen. Aber das soll jetzt auch kein Problem sein. Boah! Jetzt liegt sie im Mülleimer bei der Späne, aber das wollte ich auch so. So, das ist jetzt der richtige Rohling und ich musste nur diesen kleinen Kern hier, den man hier sieht, mit der Hand sägen. Das ist ganz gut. So, jetzt werde ich mal das Gesicht planen und dann kommt das Loch rein. So, das Tönnchen hat jetzt genau eine Länge von 80, ist damit ein bisschen länger als es sein muss. Jetzt mache ich da erstmal die Bohrung hinein. So, ich habe gerade mal meine Arbeiten an der Drehbank unterbrochen. Willi und Katha sind da und wollen mir heute ein bisschen beim Schrauben helfen, weil samstags haben die beiden immer schön Zeit. Und Urlaub! Hey, cool! Das ist gut, ja. Ja, und vor allen Dingen, der Willi schraubt ja auch gerne an seinem Motorrad. Wenn ich nur Zeit habe dafür. Ja, genau. Und deshalb machen wir jetzt mal gemeinsam weiter. Naja, es sind halt nur zwei Kolbenzettel. Ist halt ein kleines, leichtes Motorrad. Vier. Vier. Ach ja, es ist ja. Es sind Festzettel. Es sind Festzettel, genau. Ah, stimmt. Eine Menge Festzettel verbaut. Richtig. So, mal schauen, wie Belege aussehen. Oh, sieht gut aus. Pass auf, dass es nicht tropft, da hältst du es zu. Ist zu. Achso, ich habe ja den Stopfen drauf. Ja, genau. Sehen wir noch sehr gut aus. Ja, die Belege sehen auch gut aus. Rechts ist schon mal sehr gut. Ich habe hier Stopfen drin, hatte ich schon ganz vergessen. Ja, was wir heute vorhaben, ist einfach mal das Gabelöl zu wechseln. Hat den Hintergrund, es ist nicht, also wir machen das nicht aus dem Grund, weil es alt ist, sondern einfach, weil das Federbein war ja jetzt schon in der Überarbeitung. Das heißt, es ist auf mich abgestimmt, mit der anderen Feder natürlich. Und das Gleiche wollen wir auch vorne machen. Aber da machen wir die günstigste Lösung, da machen wir das originale 10W-Gabelöl raus und machen 15W Gabelöl rein, um die Geschichte einfach ein bisschen straffer zu machen. Genau. Und dann gucken wir, was passiert. Ja. Und deswegen erstmal, klar, Bremssättel runter. Sind nur zwei 14er Schrauben. Und dann, mehr ist es ja momentan ja auch nicht ohne die ganzen Leitungen. Haben die eigentlich keine? Die haben keine Bremse, die haben kein Sicherungsmittel, ne? Das muss man gerade sehen. Einen Moment. Sind hier nur zwei Kolben draußen? Also wir haben jetzt, das sind vier Kolben Festsättel. Interessanterweise, ja. Die linke Seite. Ja, aber da ist was faul. Sehe ich nur drei Kolben draußen. Ja. Und bei der rechten Seite sind sogar nur zwei Kolben draußen. Aha. Gut, wir werden sie, die Belege werden wir eh rausnehmen. Aber wir haben die Kolben nicht reingedrückt. Das heißt, nee. die Kolben sind fest möglicherweise. Das wäre scheiße. Naja gut, wir kriegen die schon raus, das ist kein Problem. Ja, aber das, ja gut, dann müssen wir mal gucken.
Das ist natürlich jetzt merkwürdig. Nee, das sollte nicht sein. Nein, es sollte nicht sein. Vor allen Dingen, das kann ja fast nicht sein, weil ich habe ja die Kolben, ich habe ja die Bremskolben nicht zurückgedrückt. Niemand konnte in diesem Zustand, wie wir das Motorrad bisher hatten, überhaupt diese Kolben so weit zurückdrücken auf Null. Und vor allen Dingen, wie man deutlich sieht, der von hier aus gesehen rechte Kolben ist ja komplett raus, oder die rechten beiden, und die linken beiden Kolben sind überhaupt nicht da. Die sind quasi weg. Und das kann natürlich nicht sein. So schräg kann kein Mensch drücken. Ja, möglicherweise ist es durch das Absaugen der Bremsflüssigkeit, sind die Kolben so gängig gewesen, so leichtgängig, dass sie nach hinten gesaugt worden sind. Wir prüfen das. So, sind wir soweit? Genau, Achse kannst du rausziehen. Sehr schön. Oh, eben haben wir was verloren. Irgendwas ist der Schwerkraft gefolgt. Klemmung. Genau, erstmal die Klemmung oben an der oberen Gabelbrücke. Wenn man die Klemmung löst, kann man auch die Stopfen, die Gabelstopfen oben dann etwas anlösen. Weil wenn man den Gabelstopf versucht anzulösen, während oben noch geklemmt ist, dann könnte es ein bisschen schwierig werden, weil es die Reibung natürlich in diesem Gabelstopfengewinde sehr stark erhöht. Deshalb lösen wir immer erst die Klemmung oben und dann den Gabelstopfen. So, wir machen jetzt auch gleichzeitig die Zentralmutter ab. Oder wir lösen sie zumindest mal, weil wir auch das Lenkkopflager ein bisschen schmieren wollen. Oder mal gucken, wie es so ist. Genau. Ja, von oben haben wir alles. Jetzt kann man hier die, das sind nochmal 12er Muttern, dann kann man die Gabelholme rausnehmen. Der kommt schon. Der kommt schon. Die eine geht immer leicht und die andere haben sie. Gut, die Bremsleitung wieder her. Die Absleitung kommt wieder an. So, das müsste schon reichen. Reicht schon. So. Ist alles frei. Da ist ja nichts. Genau, jetzt. Ja, da kommt schon. So. Können wir das anhängen? Ja. Wir hängen den Lenker einfach an. Warte mal, ich hole mal eine. Halt mal fest, ich hole mal eine Schlaufe hier. So. Ja, da ist Feuchtigkeit zwischen, da ist mal nass geworden. Warte mal, ich zeig's mal gerade. So, wir haben jetzt also nur den Lenker ein ganz kleines Stückchen nach oben gezogen mit einem Gummiband, damit wir hier an das Lenkkopflager drankommen. Und hier sieht man also, dass es da unten drunter nass ist, als wäre da Regenwasser reingelaufen, was natürlich mal passieren kann. Das ist also hier normales Wasser. Ja, okay, ich meine, Motorräder können nass werden, das kann schon mal passieren. Gut, dann machen wir die untere Gabelbrücke raus, fetten alles nach und dann machen wir es gerade wieder zusammen, dann haben wir es schon fast. So, wir haben gerade festgestellt, dass wir gar keinen Hakenschlüssel brauchen, weil ich den richtigen Notmutterschlüssel habe. Den habe ich mal gekauft für Honda irgendwann vor Jahr und Tag und deshalb haben wir es da ein bisschen leichter. Ah ja. Du hältst unten fest, genau, und ich drehe diese Schraube hier ab. So, dann haben wir das. Die Dichtscheibe. Ah ja. No, wie viel Platz ist noch? Ja, zieh's einfach unten raus, dann machen wir alles mal auf. Und so, und fetten das alles neu. Ja, das ist das Originallager. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, das übliche Honda-Lager, welches seit Jahr und Tag benutzt wird. Wie es aussieht. Da ist ein bisschen Fett dran, aber man sieht, es ist jetzt nicht gerade üppig. Man hätte sich mehr gewünscht und von mir gibt es normalerweise auch deutlich mehr. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt mal gerade machen. Genau, bietet sich auch gerade an. Ja, ja, jetzt bietet sich das sowieso an. Wenn wir eh alles, ja, Gabelholme, alles abhaben, dann ist das kein großer Mehraufwand mehr. Genau, das tun wir mal hier auf die Tüte hier mit drauf. So, genau, das ist das obere Lager und das ist das andere obere Lager.
der Kugelkranz und hier ja, ein bisschen neues Fett rein, dann ist gut. Ja, die ist nicht mehr zweigeteilt, das ist nur noch eine. Keine zwei mit Verriegelungsding dazwischen. Machen sie nicht mehr. Zumindest nicht mehr bei diesem Modell. Sei es drum. Ja, okay. Ich denke, das alte Fett wischen wir einfach mal ein bisschen ab dann. Ja, also das ist deutlich besser geworden. Naja, was heißt besser? Das ist anders geworden. Das hier ist Aluminium. Man sieht es hier, das geht sehr leicht zu verkratzen. Und das ist also kein Stahl mehr, sondern das Aluminium hier. Schön. Sieht gut aus. Was haben wir noch alles hier? Dann kamen ja noch diverse Fragen in den Videos. Ja, genau, Willi, erzähl doch mal ein bisschen über die Fragen. Also schon mal sehr schön, dass sich viele dafür interessieren. Gut, ist auch ein aktuelles Motorrad. Ja, klar. Und es gibt ja auch einige davon. Und da kamen halt diverse Fragen jetzt. Warum wir was machen. Ist ganz einfach, sagen wir mal so. Ich habe ja vor, das ist ja noch ein 17er Modell, ja. Das heißt, ich habe einfach weniger Elektronik an Bord im Vergleich zu neueren Modelljahren. Und das ist mir auch ganz recht so. Weil ich will das Motorrad lange Zeit fahren und somit finde ich es auch nicht schlimm, dass da einfach noch Gaszüge verbaut sind und sowas. Einfach noch eine übersichtliche, noch eine normale Elektronik an Bord. Genau, dann war nochmal Bremsleitung. Warum wir uns einen Aufwand machen mit den Bremsleitungen, den Spieglerleitungen. Hat ganz einfach den Sinn, wie wir ja schon in manchen Videos gesehen haben, dass wenn die Bremsflüssigkeit nicht regelmäßig erneuert worden ist, haben wir ja oftmals den ganzen Abrieb und den ganzen Schlons in den Leitungen. Und genau. Das machen wir ganz einfach deswegen jetzt schon. Das Motor wird jetzt demnächst 2 Jahre alt. Heißt, diese ganze Abrieb, was ist also das Dot 4 löst der Gummi an, was in den Leitungen entsteht. Das ist ja das, was es immer schwarz macht eigentlich. Genau. Was die Bremsbrühe schwarz macht, ist ja nicht die Feuchtigkeit, die da reingeht oder die Hygroskopizität oder wie man das nennt. Die alte Bremsflüssigkeit ist deshalb schwarz, weil das Gummipartikel sind einfach. Genau. Und dadurch, dass das jetzt noch nicht der Fall ist, da wir jetzt noch ein recht neues Bremssystem haben, wo das noch nicht so weit ist, machen wir uns den Aufwand einfach jetzt, Spieglerleitung zu verbauen, weil damit können wir dem schon entgegenwirken, dass uns das überhaupt passiert, dass uns das Zeug uns aufsammelt da drin. Und wir haben entsprechend gleich die Bremsleitung, gleich die besseren drin. Genau. Und haben ein schon gutes Bremssystem, was ja schon vorhanden ist, nochmal etwas verbessert. Insbesondere was halt den Druckpunkt angeht. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob du es merkst. Werden wir dann im Frühjahr sehen. Ja, genau. Aber wie gesagt, da machen wir es jetzt nur einmal, wie auch der Markus schon im Kommentar erwähnt hat. Honda sagt ja, nach 4 Jahren soll man die Leitungen tauschen. Und zwar alle 4 Jahre eigentlich. Wenn man es genau nimmt nach Werkstatthandbuch, sollte man es alle 4 Jahre tauschen. Das ist ja verrückt, ne, eigentlich. Genau, ja. Und dem wirken wir ganz einfach entgegen, wo wir den Aufwand nur einmal betreiben. Einmal komplett zerlegen, Stahlflex rein und für immer Ruhe. Genau. Denn dann haben wir den Stress dann nicht mehr mit. Richtig. Dann, was war das nächste? Fahrwerk. Also die Federbeine. Also gut, Federbein war jetzt von David in der Bearbeitung. Haben noch ein paar weitere Bilder bekommen, die wir noch einfügen. Ja, können. Schöne Grüße auch an den David. Genau, schon mal vielen Dank. Und vorne machen wir erstmal die normale, günstige Lösung. Wir werden erstmal keine anderen Federn verbauen oder ähnliches. Wir werden einfach nur eine Stufe härter vom Gabelöl gehen. Und werden dann werde ich erstmal auf normal, also Federbein und Gabel werde ich auf Standard erstmal einstellen. Ja. Und dann werde ich schrittweise auf meine alte Einstellung zurückgehen, wenn es notwendig ist. Und das werde ich dann im Frühjahr dann entsprechend dann testen natürlich. Genau. Ja, was kommt noch? Zusatzscheinwerfer wurde ja schon im Video im März gesagt, wo wir den Bügel angebaut haben, da müssen Scheinwerfer dran. Das sehen wir ja noch in der Zuge des Umbaus. Genau, die kommen später. Da habe ich auch welche besorgt. Die sind sogar schon da. Ja, ja, die sind auch schon hier in der Garage. Aber die kommen recht zum Schluss dran, wenn wieder Gabel, Rad und alles drauf ist, weil die müssen wir entsprechend ausrichten natürlich. Kada. Komm mal hier. Und dementsprechend, das kommt dann noch später dran. Aber die ist klar,
Die kommt deswegen dran, weil wir einfach sagen, also einfach, ich will einfach besser gesehen werden auf der Straße, sei es bei Tag, sei es bei Nacht, einfach sichtbarer sein. Und wenn ich dann, ich habe auch die Pläne für nächstes Jahr, auch mal abseits der Straße zu fahren. Das steht auf jeden Fall fest. Das Motorrad wird nicht nur auf der Straße, das wird auch mal abseits der Straße weg nächstes Jahr. Oh, oh. Ja. Also langsam rantasten natürlich, ja, ja, ja. Nicht gleich volle Bulle. Und da ist das dann natürlich auch nicht verkehrt, wenn man da mal abends unterwegs sein sollte. Mhm. Die haben wir dann durch dann noch weitere Vorteile. Genau. Ja, und das war's eigentlich. Bremsleitung, Fahrwerk, genau. Zusatzscheinwerfer. Und das ist einfach, wir machen das einfach jetzt. Das Motorrad ist jetzt alles noch ziemlich neu. Wir haben noch nichts festgerostet. Oder man macht sich noch nicht dreckig, zumindest theoretisch. Genau. Wir haben noch nicht überall irgendwie viel, viel Dreck dranhängen oder sowas. Und ja, das machen wir einfach jetzt und haben das dann für einmal erledigt und haben schon vorgesorgt, was das Abschmieren oder Nachschmieren angeht. Ja, genau. Ja, das habe ich gerade gefunden. Schaut mal. Da hieß fallen lassen. Honda CBF 600 hatte ich ja mal einen. Und mein Sohn oder meine Tochter, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand meiner Kinder hat dieses Ding mal aus Ton gebastelt. Und jetzt ist das irgendwie wieder aufgetaucht in der Wohnung von einem meiner Kinder. Und sie haben gemeint, sie brauchen es nicht mehr. Bei mir wäre es doch besser aufgehoben in der Garage. Ja, CBF 600. Leider habe ich keine mehr. Ja, genau. Also ich schenke es jetzt der Kata, weil die Kata hat wenigstens CBF 600, weil ich habe ja keine mehr. So ist das. Also, prima. Ist es auch unter. Ich hoffe, meine Kinder sind mir nicht böse. So ist es halt jetzt. Genau, und Kata, da du ja deinen CBF 600 noch sehr lange fahren willst, wie du gesagt hast, ist das ja alles sehr gut. So, und jetzt... Bisher noch keinen Ersatz, keinen richtigen dafür. Nö, ist doch ein gutes Motorrad. So, hier habe ich den Fettnapf. Wer möchte gerne reintreten? Ein bisschen da unten drauf und dann kommt ja der Kranz. Dann haben wir wieder etwas vorgebeugt. Weil vorbeugen ist besser als sich auf die Schuhe kotzen, ne? Wie man ja weiß. Das ist genug Fett, das ist genau richtig. Und wenn wir das Lenkkopflager mal austauschen müssen, bin ich mal gespannt, wie lange es dauert. Aber ich denke, vor 50.000 werden wir das nicht machen. Nee. Genau. So, jetzt schieb mal durch. Ja. Die Anschläge nach hinten. Genau. Ich habe so ein Ding auch schon mal verkehrt rum reingebaut. Ja, ja. Garantiert. Augen nach hinten. Moment. Das Lager kommt. Geflogen. So. Okay. Ja, das ist ein. So, jetzt machen wir die Staubschutzkappe drauf und jetzt machen wir den Dings drauf. Ja, ich hatte auch schon mal eine Gabelbrücke verkehrt um 180 Grad. Es geht so schnell. Ich hab schon mal Hinterradachse und Schwingachse verwechseln, lauter so ein Zeug. Ist auch ja, das ist auch verkehrt. Das ist normal. Und es wäre im Lenkanschlag echt eng geworden, so falsch rum. So, jetzt ist, da das jetzt das Originallager ist, müssen wir das jetzt noch nicht, aber. Das heißt, nee, doch, die müssen wir auch schon mit 20 Newtonmeter anziehen, beziehungsweise, ne, ich glaube, es ist ein bisschen mehr, ich gucke nochmal nach. So, da das kein Kegelrollenlager ist, sondern das Originallager, bekommt das 15 Newtonmeter fix und dann ist das in Ordnung. Und dann ist das eigentlich im Prinzip schon fertig. Und dann können wir den Lenker ja eigentlich schon wieder absenken, oder? Ja, aber hat die noch loslassen? Nee, die müssen wir noch loslassen, bis die Gabelholme drin sind, das ist klar, damit sich's einstellen kann. So, hast du es? Dann nehme ich das mal hier weg. So. Kaka, halt bitte fest. Genau, hier ist hier. Scheibe war da keine drunter, ne? Scheibe war da keine drunter. Die lassen wir erstmal so. Jetzt kannst du ja sowieso nicht mehr weg. Aber es kann sich noch einstellen, wenn wir das Öl gewechselt haben. Das werden wir jetzt machen. Nee, wir müssen es nicht unten öffnen. Wir öffnen es nur oben und schütten es aus. So, Achtung, es müsste sich jetzt runter. Genau. Und jetzt schütten wir aus. Richtig, genau. So.
So ist genau richtig. Dann gucken wir, was die Brühe da sagt. Sieht noch recht gut aus. Sieht noch recht gut aus. Klar ist nicht alt. Naja. Die sollte gut aussehen, das ist richtig. Und wir schütten das jetzt erstmal aus, bis es nicht mehr geht. Und dann werden wir die Kartusche pumpen und dann schütten wir weiter, bis es nicht mehr geht. Und meistens ist es ja so, dass der Dreck unten dann sitzt. Das heißt, nachdem wir... Der Rest kommt dann als silbernes, ausgeflocktes möglicherweise. Aber es ist schon jede Menge drin. Nicht das übliche Stinkeöl da drin. Ja, nee. Nach 10 Jahren. So, jetzt stell's mal runter mit dem Fuß nach unten, also in die Sollhaltung einfach mal. Oh ja, kommt noch was rausgetropft. So, genau. Und jetzt pump mal die Kartusche langsam. Genau. Ja, am besten stellst du es auf den Fußboden, damit du da ein bisschen mehr Kraft aufwenden kannst. Genau, so ist richtig. Und jetzt müssen wir pumpen und dann wieder schütten und dann wieder pumpen und dann wieder schütten. Genau. Da ist noch was. Ja, da ist es. Das wird jetzt ein paar Mal hin und her gehen mit Pumpen und Schütten und dann... Wir haben ja jetzt erst 650, ja. Also da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Vorgehensweise, diese Kartusche einfach leer pumpen und dann das Zeug dann wieder rauszuschütten. Was unten ist. Ja, jetzt kommt der Bodensatz, genau. Sieht man hier. So, ich habe jetzt einfach markiert, wo das linke Gabelholm sein Level hatte und der Willi ist gerade dabei, die zweite Gabel zu öffnen und auszuschütten. Wieso ist es plötzlich rot? Das weiß ich auch nicht. Das eine ist gelb gewesen, das andere ist rot. Keine Ahnung. Hat die eine Seite Druckstufe, die andere Zugstufe? Nee, sind beides. Also ja, beide. Ja, also ich weiß, es war eine rein rhetorische Frage, aber ich verstehe es beim besten Willen nicht. Warum jetzt zwei Öle sind, keine Ahnung. Hi Andreas! Kennt ihr den Andreas noch? Das ist der mit der CPX, da geht es nächstes Jahr weiter. Bitte was? Ja, die untere Taste ist es, genau. Und es fließt auch irgendwie. Meinst du, es fließt anders? Von vornherein wird es mehr raus. Du bist jetzt beim linken Niveau angekommen. Ja, fast. Noch nicht ganz. Aber wir müssen die Kartusche noch auspumpen, aber, genau. Hey, zwei verschiedene Öle? Das ist komisch, ne? Komisch. Das ergibt jetzt keinen Sinn für mich. Nee, für mich auch nicht, aber... Da ja. Was das jetzt soll, keine Ahnung. Na gut, dann pumpen wir den Rest mal wieder aus. Oh, ja. Wir sind auf gleichem Niveau, oder? Würde ich sagen, ja? Links und rechts, ja. Wir sind auf ziemlich gleichem Niveau. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das ist der Bodensatz, wie man sieht. Ja, es kommt der Bodensatz nach dem Pumpen raus. Es ging mir einfach darum festzustellen, dass das kein Drag hat, dass das schön frei läuft. Dass das räumlich klemmt, dass es gut läuft. Weil man sieht das immer schön in den Videos vom Dave Moss. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, den noch nicht. Fahrwerkstuner. Dave Moss ist ein Amerikaner, der nur Rennfahrwerke macht im Prinzip, schon sein ganzes Leben lang. Ist eigentlich der Fahrwerkpapst und er hat auch einen Videokanal, der zeigt, wie die Sachen funktionieren. Und ganz toll, von dem kann man viel lernen, kann ich meinen Zuschauern auch empfehlen, Dave Moss. Und der testet auf die Art und Weise, dass das halt schön freigängig ist. Wenn es nicht freigängig ist, kann man es fetten. Und danach ist es dann meistens freigängig. Da kommt nichts mehr. Ja, also haben wir rechts und links fast gleich. Also wir machen die dann gleich, wir machen beide auf dieses Niveau dann. Genau. So, der CBX Andreas ist jetzt gerade wieder gegangen und jetzt machen wir hier weiter und füllen die Gabelrohre neu und stecken sie dann wieder rein und dann kann man alles wieder festziehen. Dann sind wir mit dem Frontbaujahr schon wieder fertig und dann kann ich weitermachen, den Adapter für das hintere Federbein zu drehen. Genau. So, ein bisschen schräg halten vielleicht, muss man ausprobieren. Auf jeden Fall soll man sehr langsam schütten, weil sonst läuft es gleich oben raus.
Ganz, ganz langsam und ganz vorsichtig, so wie sich die Igel vermehren. So, haben wir es drin. Schön langsam geschüttet, das ist gut. Nichts verkleckert. Jetzt erstmal die Dämpferkartusche ein bisschen pumpen. Und dann können wir oben einfach zuschrauben. Ja, macht das goldene Holm ruhig ein bisschen weiter runter. Das kann ja ruhig. Ne, mach es ein bisschen weiter runter einfach. So, und jetzt, da passiert nichts. Ich halte das jetzt fest. Ja, ist der Spiegel schon recht weit oben? Ist, das ist es. Ja, genau. Es pumpt langsamer ein bisschen, damit wir es auch. Damit sich das schön. Ja. Gell? Jetzt sinkt der Pegel schon signifikant, ja. Und bald müsstest du spüren, dass du eine Zugstufe hast, ne? Also der Widerstand ist auch schon deutlich. Ja, genau. Ja, ich meine, das wird beim Fahren dann... Jetzt hört man es, jetzt geht die Luft raus. Boah, da ist jetzt Druck hinter, genau. Gut, jetzt haben wir die Dämpferkartusche voll und jetzt haben wir so viel Öl rein, wie wir raus haben, jetzt können wir es zumachen. Sie noch mal. Macht sie nicht noch so Geräusche. Okay. So, dann erstmal in die gegengesetzte Richtung kurz, damit das Gewinde. Da geht's. Hat's getroffen, gut. Ja. Endgültig ansehen tun wir sie ja dann. Nur wenn man. Die Gefahr ist immer, wenn man am Anfang das Gewinde verdingst. Ah ja, das macht sich gut, ne? Ja. Gut, das machen wir beim zweiten genauso und dann setzen wir sie wieder rein. So, fertig. Beide Holme sind zu. Genau. War das oben bündig? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Okay. Das heißt, das Goldene war bündig wahrscheinlich. Dann müssen wir noch 2-3 Zentimeter. Ja, unten habe ich auch so einen Rand und der ist auch recht bündig mit dem unten. Ah ja, eben kommt er. So, gut, jetzt sind wir mit dem Golden. Vielleicht ein Stückchen noch. So, jetzt sind wir goldbündig, genau, so passt. Ja, drehen wir mal später. Die Schraube müssen noch mal ran für die Scheinwerfer. Wir machen die zwei jetzt erstmal rein. Ja. Okay. Und dann müssen wir auch noch Drehmoment auf die Zentralmutter von der oberen Gabelbrücke, die 100 Newtonmeter. Ich habe schon geguckt. Ja, warte mal, vielleicht noch ein ganz kleines Stückchen hoch, ein ganz kleines Stückchen. Ja, so ist gut, ja. Genau, jetzt machen wir die Zentralmutter mit 100 Newtonmeter. So, genau. Gut. Genau, jetzt können wir die Seiten machen und dann sind wir an dieser Stelle fertig. Also, das Drehmoment ist unten 22, oben 22, unten 25 Newtonmeter. Willi macht das gerade. So, jetzt kommt das Rad wieder rein. Willi fettet noch gerade die Lager, macht nochmal alles sauber. Und sieht gut aus. Ja, ja gut, 13.000 Kilometer. Halt wie immer, ne? Ja. Hier, da. Aber wie bei den anderen Lagern auch, da ist noch Platz. Da ist Platz, genau. Da ist noch Platz. Sind die Hülsen gleich bei der beiden Seiten? Wissen wir noch nicht. Ja. Ah, sind beide identisch. Gleich. Wie praktisch. Da können wir nichts vertauschen. Ich kenne beschlauchte Reifen nur von meinem Fahrrad. Die hat es aber auch so in Aufrichtung. Na gut, der ABS-Kranz ist diesmal auf der linken Seite. Das ist eigentlich eindeutig, das kann man nicht verwechseln. Oder auf dem Reifen ist auch nochmal drauf. Naja. So, Achtung, hebt man ein bisschen hoch. Warte. Das ist noch krumm wahrscheinlich. Hm? Ach, eben. Eben sind wir durch, gut. Genau, die Klemmschrauben kriegen wahrscheinlich so um die 15 bis 20. Das waren 60. Ja, Front-Vorderrad 60, ja, glaube ich auch. Muss ich gegenhalten? Ja. Okay.
gucken, was ich hier, ob ich hier was finde, was passt. Ah ja, das passt ganz gut, ja. Ach so. Das müsste gehen, aber gleich kann ich es hier halten. Ah, hat schon gelangt, prima. Und Zettel können wir erstmal ablassen. Ja, ja, das Zettel gucke ich mir nochmal an. Aber was ich denke, da? Das ist eher Ich glaube auch, das ist vom Entlüften einfach zurückgesaugt worden. Ja. Weil die Bremsen können nicht kaputt sein. Nicht diese Bremsen, nicht bei Honda, nicht nach dieser Kilometerleistung. Nee, das hat der Unterteil noch so. Die sind wahrscheinlich so gut gegangen, dass die beim Aussaugen des Bremssystems hat es die zurückgezogen. Ja. Aber das erste Mal, wenn man das sieht, erschrickt man erstmal, wundert sich. Ja, ne? Das ist ganz klar. Da fehlen zwei. Ja, genau. Das ist dann schon komisch. Ja. Gut. Prima. Ich bin wieder alleine. Es ist inzwischen auch Sonntag und für heute habe ich mir vorgenommen, diesen Adapter für das hintere Federbein fertig zu bekommen. So, ich habe jede Menge Lametta erzeugt. Es ist ja bald Weihnachten, deshalb habe ich das getan. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Ich bin jetzt gerade mal mit dem Innenausdrehen fertig. Das heißt, die Struktur passt jetzt hier so drüber. Aber was noch fehlt, ist der ganze Rest der Struktur. Und das ist ja fast das meiste. Im Prinzip habe ich ja nur ein Loch gemacht. Aber bis Weihnachten sind es ja noch ein paar Tage. Da kann man ja noch ein paar Kilo Aluminium zersparen. Ich will jetzt mal diese Kante, diese Vertiefung, welche diese Klammern hält, auf diese Struktur hier übertragen. Das heißt, ich werde hier einfach eine Vertiefung reindrehen, die letztendlich dieses Teil versenkt. Ich zeichne mir das mal hier ein bisschen an verschiedenen Stellen. Auf ein Zehntel Millimeter muss das nicht passen, sondern sollte halt halbwegs passen und ein bisschen Spiel bieten, damit ich das auch noch ein- und ausbauen kann. Ich denke, so kann man ins Rennen gehen. Und von der Tiefe her muss ich noch mal gucken, wie tief das ist. Naja, es ist so tief, wie die Dinger dick sind. Was sonst? Also circa 6 mm. So, jetzt ist das vorläufige Endergebnis. Original und Fälschung. So sieht es also aus, ist genau bündig. Und ja, ein bisschen Spiel hat es auch, so wie beim Original auch. Sollte passen. Auf die andere Seite muss ich jetzt einen Dorn oder einen Fortsatz von ungefähr 56 mm drauf bringen, damit die Feder quasi hier ein bisschen geführt werden kann. So, ich glaube, jetzt könnte es fast passen. Ja, es geht schon drüber, aber es geht noch ein bisschen stramm. Soll ja locker gehen. Also noch ein paar Zehntel werde ich noch abnehmen müssen. Aber der Absatz im Prinzip ist schon ungefähr passend. Der muss natürlich noch viel tiefer rein, also in diese Richtung. Ich habe die beiden Federn nochmal genau gemessen mit einem rechten Winkel als Anschlag. Aber das Ergebnis ist geblieben. Ich wollte es halt nur nochmal genau haben. Wir haben also eine Differenz von 45 mm. Von der Federauflagefläche, die ja diese ist, bis zum hinteren Rand der alten Konstruktion haben wir 8 mm. Das heißt, der neue Auflagepunkt der kürzeren Feder sollte 45 plus diese 8 mm, sprich 53. Von dieser Kante entfernt sein. Das heißt, ich muss dieses Knie bis hierhin runter drehen. Also letztendlich diese Dicke dieses Randes bis ungefähr hier. So, das Bauteil ist fertig. So. Das passt soweit. Und hier haben wir genau die 53. 45 plus 8. Ja, das war's. Ist gar nicht so schwer. Ich
habe gedacht, es wäre massiver. Das kann man noch ändern, nichts mehr eigentlich. Was ich noch machen werde, ist, ich werde die Kanten ein bisschen brechen, dass es nicht so scharfkantig ist, nicht so spitz. Einfach mal ein bisschen abrunden, anfasen und dann ist es okay. So, jetzt ist es fertig, die Kanten sind angefasst und gewichtstechnisch ist es nicht schwer. Ich denke mal, da diese Feder etwas leichter ist, der Spacer etwas schwerer ist. Diese Feder ist natürlich signifikant schwerer als diese schwarze. Es müsste vom Gefühl her ungefähr 0:0 aufgehen, gewichtstechnisch, aber sei es drum. Ich glaube, darauf kommt es an dieser Stelle auch nicht an. So, jetzt baue ich das Federbein wieder zusammen. Man könnte das noch lackieren oder Pulver beschichten, aber das wird wahrscheinlich unten zwischen den Schenkeln der Schwinge zu liegen kommen. Das heißt, man wird es eh kaum sehen. Ich werde es gerade so lassen. Praktisch empfinde ich, dass ich hier einen etwas dickeren Rand habe für meine Federpresse, die sich hier anlehnen muss. Das war ein bisschen dünn, das war ein bisschen grenzwertig, aber ging auch. Aber jetzt habe ich einen bisschen dickeren Rand, das ist eigentlich ein bisschen schöner. Was ich meine, ist dieser Kunststoffrand, der drückt ja gegen diese Kante, die ich eben gezeigt habe. Wenn die Kante ein bisschen größer ist, ist es praktischer. Ich kann das ja hier einstellen, wie man von unten schön sehen kann. Das Federbein hat ja diesen Stellmechanismus. Der Stellmechanismus, den kann man ja auch abziehen. Das ist im Prinzip ein eigenes Bauteil. Das kann der Hersteller des Motorrades sich dazu kaufen und kann das entsprechend anbringen. Oder kann es halt lassen. Ja, und da gibt es diesen Zapfen hier. Diesen Zapfen, und dieser Zapfen hat hier ein Gegenlager, wo er einrasten musste, dass das hier quasi festsitzt, und das ist die Montagelage dieses Bauteils. Ja, und wenn man dann hier dreht, kann man dann schön sehen, wenn ich die Richtung fände, dass sich dieser Teller hier einfach nach außen schraubt. Also das schraubt sich hier quasi nach oben so. Natürlich mitsamt dem Teller. So, jetzt mache ich es ja wieder runter, damit ich die Feder am entspanntesten habe. Das ist jetzt nichts Hydraulisches, das ist jetzt einfach rein mechanisch über so ein Schneckengetriebe, wenn ich das richtig sehe. Ja, und so sieht das hier aus. Ich habe es mal gerade reingestellt, aber ich muss natürlich jetzt noch das hier drüber machen. So. Feder schön zentrieren. Dann dadurch, genau, und jetzt müssen diese Kanten gegen diese Kante drücken. Und zwar nur gegen die Kante, weil wenn das zu weit nach innen geht, kriege ich ja die Scheiben nicht mehr rein. So, es ist jetzt zentriert, leicht angespannt. Jetzt pumpe ich das hier ein Stückchen hoch. Ja, das ist ein gefährlicher Moment, wo das, wenn das Ganze fliegen geht, muss leider noch ein Stück hoch. Eins ist drin. Nummer 2 auch. Jetzt kann ich langsam wieder entspannen. Dann drückt es dieses gelbe Ding natürlich nach unten. Es kommt richtig, sehr schön. Okay. So, jetzt kann ich es wieder ausbauen aus dieser Vorrichtung. Ja, jetzt ist es fertig. Schön. Dass die Löcher jetzt noch nicht fluchten, ist kein Problem. Das ganze System ist noch gegeneinander verdrehbar. Natürlich nicht besonders leicht jetzt unter Federspannung, aber es ist verdrehbar, das ist kein Problem. Ansonsten war es das dann. Federbein mit neuer Feder und neuem Spacer. Und dann schauen wir mal. Ich möchte mir die Bremssättel jetzt nochmal angucken, wegen diesem Problem der zurückgedrückten oder gesogenen Kolben.
Den einen habe ich noch im Auslaufen gerade. Ganz leer werden die ja nie. Den anderen habe ich schon auslaufen lassen, habe den hier mal mit ein bisschen mit einer Hohlschraube zugemacht, wo ich ein paar Kupferringe dazwischen gemacht habe, einfach ein paar alte Aluminiumscheiben. Alles altes Zeug. Ich weiß gar nicht, wie die Zettel hier auseinandergehen, wie die Bremsbeläge rauskommen, aber wahrscheinlich entweder ist diese mittlere Schraube gleichzeitig Bremsbelagstift oder es ist einfach so, dass man die Bremsbeläge Richtung Mitte schiebt und dann klinken die sich aus. Könnte auch sein. Weiß es nicht genau. Sehe ich dann hoffentlich gleich, wie das ist. Die gehen hier an den Ohren vorbei wahrscheinlich und ich habe sowas schon mal gesehen bei irgendwelchen Bremszetteln, dass das einfach nur so reingelegt ist. Und hinter dieses Ding verschränkt, das hat den Vorteil, dass man gar keinen Bremsbelagstift braucht, sondern nur eine Federplatte dahinter. Und die Federplatte, die haben wir ja hier. Aber ich muss hier gucken, dass ich das noch ein ganz kleines bisschen in diese Richtung kriege. Naja, die eine Seite ist schon frei. Die andere jetzt auch. Und dann kann man das nämlich so rausziehen. Genau. Und wenn man das mit der einen Seite gemacht hat, kann man das mit der anderen dann auch machen. Weil die andere hat ja dann Platz. Oh, komm her. Genau, so. Richtig, und dann hat man hier die Federplatte. Und die Federplatte, die ist da einfach da reingedrückt. Und einen Bremsbelagstift gibt es also tatsächlich nicht. Ja, okay. Ja, die Bremsbeläge sehen interessant aus. Die haben hier ihre Nasen, mit denen sie sich im Gehäuse verhaken quasi. Die Bremsbelagträgerplatten haben hier unten jeweils einen Dorn. Rechts und links, das ist also unten. Und die andere Seite hat das auch. Das ist quasi, hier ist ein Loch, das ist so durchgetriebenes Material so ein bisschen. Und es ist also so, sobald der Bremsbelag seine Minimalstärke unterschritten hat, da ist ja die Bremsscheibe dazwischen, ist also dieses Ding, stößt dann, diese Dornen stoßen dann gegen die Bremsscheibe und kratzen gegen die Bremsscheibe. Und wenn der Fahrer das nicht merkt, dann ist er vielleicht ein bisschen grobmotorisch. Ja, normalerweise denke ich mal, wenn die Bremsbeläge abgelaufen sind und diese Dornen kratzen an der Scheibe, vielleicht sogar an den Löchern und rasten da ein, dann sollte man das spätestens merken, dass man da mal danach guckt. Das ist sozusagen ein Wear Indicator. Das Halteblech hat hier, man kann es gerade so sehen, nachher sehen wir das nochmal besser, hat hier einen Pfeil. Hier unten ist kein Pfeil, aber hier oben auf der einen Seite hat er einen Pfeil, das ist jetzt von der Rückseite gesehen logischerweise. Und dieser Pfeil zeigt also in Richtung des Entlüftungsnippels, kann man sich ganz gut merken. Dann hat man die Orientierung von diesem Ding, weil es ist nicht ganz symmetrisch. Man bekommt aber diese Platte zum Reinigen zum Beispiel auch nur dann raus, wenn man den Kolben zurückdrückt. Ich hoffe, das geht jetzt, weil Bremsflüssigkeit ist ja keine mehr drin. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel Luft dahinter und Luft ist ja eigentlich komprimierbar. Und vielleicht habe ich Glück und es lässt sich zurückdrücken und bleibt auch zurück. Oder die anderen Kolben kommen vor. Ah ja, genau, die anderen Kolben kommen vor, wie ich sehe. Oder vielleicht doch nicht. Nee, lässt sich alles zurückdrücken. Ja, die Luft entweicht offensichtlich noch über die Gewinde von irgendwas. Vielleicht genügt mir das, um das Blech hier rauszukriegen. Ja, gelangt so gerade. Ja, genau, das Blech ist also ziemlich dreckig. Und hier kann man das mit dem Pfeil nochmal sehen. Ich mache das jetzt mal sauber. Und das Ding spüle ich jetzt auch aus. Die Kolben haben unterschiedliche Durchmesser. Es ist ja oft so, dass der vorlaufende Kolben ein bisschen höheren Durchmesser hat, weil der vorlaufende Kolben ein bisschen mehr Bremsdruck erzeugen soll. Das findet man bei Zetteln oft, bei Festzetteln speziell. Und hier ist es genauso. Und mit diesen drei Schrauben hat man nichts zu tun. Ja, das steht jetzt somit auch fest. Ich will jetzt mal die Kolben vorschießen, damit die nicht unkontrolliert vorschießen, aufeinander dengeln und vielleicht sich verformen oder sonst irgendwelchen Mist machen, nur dass der eine drin bleibt, der andere rauskommt. Ich habe mal damals für meine CB1300, für meine Festzettel, habe ich mir mal so ein Einlegeding da gebaut.
und so ein Alu-Rausschießverhinderer. Und der passt da auch halbwegs rein. Den werde ich da jetzt dazwischen legen. Dann werde ich mit Druckluft versuchen, die Kolben rauszuschießen. Und dann sind sie gleichermaßen draußen, wie ich doch hoffe. Das mache ich hier über diesen Anschluss. Hier sollte alles dicht sein. Und wenn die dann bis zum Aluminium durch sind oder raus sind, kann ich den kompletten Sattel waschen, weil der ist hier wasserdicht, da sollte nichts reingehen. Das habe ich richtig schön zugedreht. Das ist ja Kupfer und Aluminium, das ist ja Abdichtmittel. Ja, ich versuche es einfach. Es gibt ja so extra Gummidüsen für Luftdruckanschlüsse, habe ich leider nicht. Aber vielleicht geht es ja damit irgendwie. So, schauen wir mal, was passiert. Oh ja, das war es ja schon. Aber es hat hier die Kolben alle vorgeschossen. Also waren die Kolben beweglich. Das war also ein Fehlalarm, dass die Kolben nicht ausgetreten sein sollten. War natürlich Quatsch. Die sind einfach zurückgezogen worden durch das Absaugen der Brühe. Ja, sehr schön. Kolben sind auch sehr schön sauber. Ich werde den Bremssattel jetzt mal reinigen im Wasserbad, so wie ich das mit Bremssattel üblicherweise tue. Den anderen auch. Das heißt, ich mache das jetzt mit beiden. Mache den hier wieder zu. Hier wieder zu. Da ist zu. Hier ist sowieso wasserdicht. Und dann wird das jetzt schön gereinigt, das Ding. Und das, die anderen beiden auch. Auch hinten. So, ein Eimer Wasser. Alle Schotten hier sind dicht. Kann man das hier reinlegen. Ein bisschen Motorradreiniger. Und dann kann man das hier ein bisschen sauber machen. Genau, die Bleche kommen natürlich auch rein. Und die von mir aus auch. Ja, das ist das Ding weg. Naja, ihr könnt es euch vorstellen. Die vorderen Zettel sind jetzt am Trocknen. Ich mache jetzt mal den hinteren. Raus. So. Bremsbelagstift. Wow. Sind die dick, Mann. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier einen Gleitstift und hier einen Gleitstift. Der Gleitstift kann drin bleiben und der Gleitstift muss abgeschraubt werden, wenn wir den Sattel abziehen wollen. Ist das fest? Ist fest. Schraubensicherungsmittel drauf, prima. Machen wir auch wieder so und jetzt kann man den anderen Gleitstift rausziehen. Ja. Sieht sehr gut aus. Alles prima, ein bisschen Fett ist auch da. Ja. Anschlagsblech hier wie immer, Anschlagsblech hier oben. Wie auch immer, ist jetzt möglicherweise ein bisschen verkeilt. So, das kann man rausziehen kurz zum Reinigen. Das kommt schon mal alles in die Waschbütt. Das muss ich vorher noch dichten. Ah ja, das ist wunderbar hier. Schauen wir mal, dass wir diese Klammer noch rauskriegen, indem wir den Kolben noch seine 2-3 mm noch irgendwie nach hinten bewegen. So, wunderbar. Sollte langen. Der wird jetzt auch abgedichtet und dann kann ich ihn waschen. Da muss ich entlang. So, wunderbar. Vielleicht kann ich den Kolben auch ein Stück vorschießen. Ich habe hier auch so ein Stückchen drin reingesteckt, damit er nicht unkontrolliert weit fliegt. So. Genau. Ja, der Kolben hat so gut wie keinen Trauerrand, deshalb ist da auch nichts passiert, als ich den eben reingedrückt habe. Man sieht das hier ziemlich gut, man kann da drüber wischen und der Kolben sieht aus, als wäre er gerade fabrikneu. Ich wasche jetzt alles und zeige euch dann, wie es geworden ist. Ja, das alte Schraubensicherungsmittel muss natürlich weg. Wenn man die dritte bis vierte Lage mit ins Gewinde dreht, sprengt man es unter Umständen.
Und das gilt natürlich auch für die alten Bremssattelschrauben. Naja, was heißt alt? Das sind, glaube ich, keine Dehnschrauben bei den Festsätteln. Das würde auch wenig Sinn machen. Es gab mal ein Video von mir zu den verschiedenen Bremssattelarten. Das ist viele Jahre her. Hier haben wir ja einen radial verschraubten Sattel. Radial verschraubt heißt er deshalb, weil die Schraube, die hier hineingeht, die Richtung des Radiuses des Vorderrades haben im Prinzip. Also das Radius des Kreises, welches man sich als Vorderrad denken kann. Ja, und diese Schrauben haben halt die Richtung in Richtung des Radius. Und wenn sie in Richtung der Achse wählen, in Richtung diese, wie man es von der CBF1000 kennt, nennt man es axial. Meistens sind die Festsattelbremsen radial verschraubt, wie wir es eben gesehen haben, also Schraube Richtung des Radiuses. Und wir haben meistens, ja, meistens haben die Schrauben gar nicht viel zu tun. Die haben einfach hier einen Passstift eingepasst. So, und dieser Passstift, der arretiert die Bremssättel. Das heißt, damit passt schon mal alles und die Kraft, die ja in diese Richtung läuft beim Bremsen, also in Richtung Umfang, das Drehmoment, welches auf den Bremssattel wirkt, wird quasi jetzt schon von diesen Passstiften aufgenommen und die Schrauben, die halten das nur noch zusammen. Ich will nicht sagen, dass die Schrauben hier unwichtig sind, aber die Passstifte machen schon mindestens, ja, die Hälfte vom Job. Wer über die Feiertage Zeit hat, kann sich dieses alte Bremssattel-Video ja nochmal reinziehen und für ein paar Klicks sagen. Ja, das ist so die Beute vom heutigen Spätnachmittag. Alles schön sauber geworden, alles fein. Ja, der Willi hatte ja das Hinterrad mitgehabt und wollte es eigentlich sauber zurückbringen, aber irgendwie ist ihm das nicht so gut gelungen. Um es mal so zu sagen. Na gut. Willi möchte jetzt auch auf das neue, na nicht neue, ist ja Quatsch, auf das Kettenspray umsteigen mit diesem Motorrad, welches ich ja schon seit Jahren fahre. Das von Revitec, das kennt ihr ja, habe ich euch ja schon oft genug gezeigt. Das ist ja so eine Art, ja, Trockenschmiermittel, keine Ahnung, wie man es nennt. Jedenfalls ist es nicht ölig, nicht fettig, es endet als Klarlack irgendwie auf der Kette und macht auch keine Sauerei. Und man sollte halt das Kettenfett, was vorher drauf war, halbwegs los sein. Deshalb mache ich jetzt hier noch mal ein bisschen sauber. Das hier ist ja nicht auch wirklich sauber. Ja, genau. Und dann muss ich die Kette noch sauber machen. Die ist auch noch... Momentan liegt die noch im Originalzustand in einem Tuch eingeschlagen. Irgendwo rum, in irgendeine Ecke. Und wartet drauf, dass sie gereinigt wird zur Umstellung des Schmiermittels. Bei der neuen Kette mache ich es natürlich auch so. Wenn ich die Kette wechsle, das kann ich nochmal gerade dazu sagen, ich schmiere meine Ketten alle mit diesem Revitec-Zeug. Und ich mache es einfach so, die Ketten kommen ja gefettet vom Werk und ich lasse das Werksfett einfach drauf und warte, bis es abgefallen ist, so 1500 Kilometer oder 2000. Dann ist es abgefallen und dann reinige ich die Kette mit normalem Kettenreiniger oder mit Motorradreiniger. Wird einfach mit abgeduscht und dann habe dann mit Revitec geschmiert und dann passt das. Auf die Art und Weise hat meine schwarze CB1300, wie ihr vielleicht wisst, die Kette schon über 50.000 Kilometer drauf und ist fast noch im Neuzustand. Ich hätte sie gerne gewechselt dieses Jahr. Hatte ich eigentlich vor, weil sie so viele Kilometer hat, aber ich habe es nicht getan, weil sie völlig in Ordnung ist. Weil es keinen Sinn macht, die zu wechseln. Ja. Also es geht ganz einfach, so einen Kettenplatz sauber zu machen. Man nimmt einen alten Lappen, nimmt ein bisschen Bremsenreiniger und reibt das Ding sauber und dann ist es sauber. Okay, ich mache das mal alleine weiter. So, fast gut. Machen wir die Rückseite. Hier drin sieht es prima aus.
Hier ist relativ wenig Fett. Hier ist wieder der O-Ring, den wir immer haben an dieser Stelle. Die Ruckdämpfer sind sehr ähnlich wie die CBF-1000 Ruckdämpfer. Hier ist alles schön sauber, alles bestens. Das Kettenrad ist auch ganz gut geworden. Hier muss ich an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen drüber. So, das Rad ist jetzt sauber und geht jetzt wieder zu. Mal nicht mehr Silikon drauf sprühen auf die Bremsscheibe als unbedingt nötig. Auf dass dieses Radlager ewig halten möge. Kette abdieseln mit improvisierter Absaugung. Mal ein Test. Ich will vom Diesel wegkommen, will auf Lampenöl übergehen, weil es weniger stinkt. Aber ich muss noch ein bisschen Diesel loswerden. So, da hängt sich jetzt die Kette zum Trocknen. Trocknen gibt es da natürlich jetzt nichts, aber ich wische halt jetzt noch so viel Diesel und altes Fett ab, wie es irgendwie geht. Ganz wird es nicht gehen, das ist aber auch in Ordnung so, weil die Kette soll ja nicht ungeschmiert zurückbleiben, weil dann wird sie ja rostig. Naja, das rasselt jetzt nur, ich mache mal alleine weiter. So, in diesem Zustand möge die Kette verbleiben, bis sie wieder gebraucht wird, und das ist die Außenseite. Das wollte ich mir nämlich merken. Außenseite nach oben. Ja, Freunde, das Wochenende war richtig gut genutzt im Sinne dieses Motorrades. Ich wollte eigentlich mit einem Rolling Chassis in den Winterurlaub. Vielleicht klappt es ja noch. Es ist Sonntagabend. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Möglicherweise habe ich morgen noch ein bisschen Zeit zu schrauben und mache noch ein Rolling Chassis fertig. Wenn nicht, dann halt nach dem Urlaub. Wie auch immer, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und ich denke, man sieht mich erst nächstes Jahr wieder. Genau weiß ich es nicht, wie gesagt, mit dem Rolling Chassis. Ein bisschen was könnte sein, dass ich noch mache, aber ob es für ein Video langt, weiß ich nicht, und wie auch immer. Ich wünsche euch was, bis demnächst, macht's gut bei Zams Channel.